kleine Hund. Ein Geschäftsinhaber hat ein Schild über seine Tür genagelt. Darauf war zu lesen: Hundebabys zu verkaufen. Dieser Satz lockte natürlich viele Kinder an. Und bald erschien ein kleiner Junge und fragte: Für wie viel verkaufen Sie die Babys? Der Besitzer meinte: Naja, zwischen 30 und 50 Euro. Der kleine Junge griff in seine Hosentasche und zog ein paar Münzen heraus. Ich habe 2,37 Euro. Kann ich mir sie anschauen? Der Besitzer grinste und pfiff. Und aus der Hundehütte kam seine Hündin namens Lady. Sie rannte den Gang seines Geschäftes hinunter, gefolgt von 5 kleinen Hundebabys. Eines davon war einzeln und sichtlich weit hinter den anderen. Sofort sah der Junge den humpelnden Kleinen. Er fragte: Was fehlt denn diesem kleinen Hund? Der Mann erklärte, dass, als der Kleine geboren wurde, der Tierarzt meinte, er habe ein kaputtes Gelenk und wird für den Rest seines Lebens humpeln. Der kleine Junge, richtig aufgeregt, meinte: Den kleinen Hund möchte ich kaufen. Der Mann antwortete: Nein, den kleinen Hund möchtest du nicht kaufen. Wenn du ihn wirklich möchtest, dann schenke ich ihn dir. Der kleine Junge war ganz durcheinander. Er sah direkt in die Augen des Mannes und sagte: Ich möchte ihn aber nicht geschenkt haben. Er ist ganz genauso viel wert wie die anderen Hunde. Und ich will für ihn den vollen Preis zahlen. Ich gebe Ihnen jetzt die 2,37 Euro und 50 Cent jeden Monat, bis ich ihn bezahlt habe. Der Mann entgegnete: Du musst diesen Hund wirklich nicht bezahlen, mein Sohn. Er wird niemals rennen, hüpfen und spielen können, wie die anderen kleinen Hunde. Der Junge langte nach unten und krempelte sein Hosenbein hinauf. Und zum Vorschein kam sein schlimmes, verkrüppeltes linkes Bein, geschient mit einer dicken Metallstange. Er sah zu dem Mann hinauf und sagte: Naja, ich kann auch nicht so gut rennen. Und der kleine Hund braucht ja jemand, der Verständnis für ihn hat. Der Mann biss sich auf seine Unterlippe. Tränen stiegen in seine Augen. Er lächelte und sagte: Mein Sohn, ich hoffe und bete, dass jedes einzelne dieser kleinen Hundebabys einen Besitzer wie dich haben wird.